Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Mass Effect 2. Es geht weiter und ich habe den blöden Waffenhändler gefunden. Yippie! Nachdem ich gestern eigentlich. Ich bin 60 Jahre alt und endlich bei meinen Eltern ausgezogen. Und den Mädchen bei Eclipse fehlt es nie an Gesellschaft. Du könntest getötet werden. Was ist mit dir? Ich bin fast 20. Meine genetischen Werte sind nur Durchschnitt und mein Clan hat praktisch keinen politischen Einfluss. Um einen guten Fortpflanzungsvertrag zu kriegen, brauche ich Geld. What the fuck? Die 60. Ja, das mit 60 kann man schon mal bei seinen Eltern ausziehen, kein Problem. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, Conrad Werner hat mit Ihnen gesprochen. Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Werner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich muss es wissen, ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Ja, klar. Wieso darf ich das nicht machen, weil ich nicht Renegade bin? Ja, natürlich helfe ich Ihnen. Ich habe den Barbesitzer weich geklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Ja, ja. Absolut. Natürlich Sie müssen das sicher. Geschäft nur abschließen. Du, hier meine gekreuzten Sie gehen Finger. Rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann. Super. Hier. Ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Danke für die Hilfe. Ich habe schon eingekauft, du blöde Kuh. Aber danke. Ich habe nicht genug Geld. Egal. Braucht deinen Rabatt nicht. Henne. So, jetzt muss ich nur die Bar wiederfinden. Hin und wieder sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass dein Vater Batarianer... Reinblüter sind eine Verschwendung von genetischem Potenzial. Dein Vater ist Batarianer. Dadurch kommt es zu Rückschritten wie den Ardat Yakshi. Hey, ich mag Reinblüter auch nicht, aber das geht jetzt etwas zu weit. Was ist ein Ardat Yakshi? Moment hey, mal. Wir sind Freundinnen. Waren die das ich habe dich nie so genannt. Die Adagakshi, die, aber du die Uschis, daran. Die komplett einander Klatsche kriegen. Hätte mal aufhören, über Reinblut und so einen Scheiß zu reden. Wir sind hier nicht bei Harry Potter. Ja, bezahl deine Schulden. Don't worry about it. Ich bin komplett frei. Wo ist die blöde Bar? Da oben. Mann, was reden die denn alle? Haben die einander Glatsche? Die kompletten Leute sind dumm. Dies ist eine Rückrufwarnung. Alle Benutzer von medizinischen Strahlungssystemen der Firma Koros werden ersucht, die Behandlung damit sofort einzustellen. Bitte bringen Sie Ihr System zu einem autorisierten Händler zurück und lassen Sie ich meinte Sie doch nicht. Okay, und lass auf, sich ich nehme den Vertrag nochmal an. Ja, sieht ihr den Vertrag noch vielleicht mal. Muss man das Zeug neu klassifizieren. Wo bin ich denn vergiss hier? Es. Mach doch, was du willst. Ich verirrt. Da ist die Polizei. Da komme ich nicht. Hä? Was Vertrau ist denn das mir. Für ein umständlicher die Waren Weg? Die aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Ich hasse diese. Also diese Station ist so annoying. Skandal in Verbindung gebracht. Erstens, weil man die ganze Zeit von sämtlichen Ecken vollgeschwafelt wird, das ist schon mal Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist, dass man hier umständlich rumrennen muss, wie so ein Depp. Punkt 3 ist, dass überall Nachrichten sind, die keiner Sau interessieren. Und Punkt 4 ist, dass alles durcheinander quasselt. Mach die Tür auf. So. Da in die Richtung ist die Bar. Wieso leckt das? Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die sie haben. Es gibt keine Tech-Upgrades. Du kriegst nur Staubsauger. Tut mir leid. Der Typ macht mich wahnsinnig. Ich hasse diese Volux-Typen. Volux. Macht mich wahnsinnig mit ihrem Geschnauf. Ja, Stummfilm. Erzählen Sie das dem Richter. Meine genau. Überwachungsvideos zeigen Ihren Erpressungsversuch aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Aha. Ich wurde hintergangen. Man hat mir gesagt, Sie hätten sich mit dem Verkauf einverstanden erklärt. Bringen Sie sie weg, bevor ich sie von meinem Barmann rauswerfen lasse. Barmann/Frau.
Ich bin Supi, Dupi, 1, 2, 3. Na, Börner. Frau Barmann. Willkommen zurück, Schätzchen. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Hab grad die Bar sauber gemacht. Was? Zum Teufel! Wie ist das so, eine Asari-Matriarchin zu sein? Genauso, als wenn man was anderes ist. Meine Eltern hatten ein interessanteres Leben als ich. Hm. Ja, danke. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. Ich bin ein bisschen... Dafür bin ich ja da, Schätzchen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich sehe mich nur um. Bitte nicht. Ganz nach Belieben, wie immer. Guck mir ja nicht auf meinen Hintern, okay? Zane, block mal bitte die Sicht. Was ist geschehen? Die Undercover-Polizistin vom Waffenkiosk wurde soeben verhaftet. Sie war auch nicht echt. Sie haben sie enttarnt. Sie war keine Polizistin, sondern eine Undercover-Agentin von einer Terroristengruppe. Ohne sie hätte ich sie nie gefunden. Aha. Wirklich? So. Wirklich, das war großartige Arbeit, Conrad. Nein, was nicht. Gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Ab hier übernehme ich. Natürlich, Shepard. Und vielen Dank. Es ist schön, dass Sie wieder da sind. Komm ja nie wieder hier. Hätte mir nicht einfach sagen können, dass er ein Spacko ist und dass wegen ihm mehr Müll passiert ist, als eigentlich hätte passieren müssen. Nein, weil wir sind ja wieder nett. Und was zum Teufel geht mit der Barfrau? Also, erstens mal, ich habe gerade sauber gemacht, kein Sex. Ja, wo denn? Auf dem Dresen oder was? Was? Hä? Wenn ja, also wenn die auf ihrem Dresen rumpoppt, will ich das gar nicht wissen. Ich werde dann drin nichts mitnehmen. Krieg da hin. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung. Lasst mich in Frieden mit euren Hitzeentwicklungen. Ich bin gerade komplett verwirrt. Was geht mit den ganzen Leuten ab? Ach, nee. So, lass mal schauen. Ja, irgendwo habe ich noch nichts. Keine Ahnung. Jetzt fliegen wir erstmal zu der komischen Newsdeak Harden und holen die. Hoch. Ja, deine Mutter ist auch sehr hoch. Sicher muss er auch sein. Ah, oh Gott im Himmel, ey. Ich möchte auch Beschwerde einreichen für die Barfrau. Ich bin verstört worden. Und außerdem für den Typen da hinten, der hat einen Paarungsplan. Und für alle anderen Leute, die hier dumme Scheiße labern und mich damit komplett gaga machen. Möchte ich Beschwerde einreichen. Instant. Ja, wenn ein Hana eine Hauptrolle spielt, überlegt mal, was das für ein Film wird. Das ist super. Ein Beispiel. Nein, kein Beispiel. Hört die Klappe. Ruhe. Kusch. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein. Weil es ein Tatort ist, alles abgeregelt. Eclipse-Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Wir werden reich. Ich telefoniere. Ich telefoniere. Ich telefoniere. Mit geschlossenem Mund. Du bist ein Alien. Aber das weißt du ja schon. Was zum Teufel ist denn hier los, Mann? Das ist ein latter Geisteskranke. An den Spruch mit dem perversen Barmann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Halleluja. Also, WTF. Ich kann nur immer wieder empfehlen, spielt Mass Effect 1, 2 und 3 auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf so eine Spielreihe habt. Es ist wirklich ein klasse Spiel. Andromeda ist jetzt... Es gibt kein Andromeda. Das Ding ist halt einfach, dass bei Andromeda das so... Es ist, sagen wir mal so, es ist schwierig, ne? Weil... Ja... Andromeda ist halt einfach schwierig. Es ist halt in meinen Augen kein richtiges Mass Effect Game. Es ist halt einfach wirklich meh. Aber Mass Effect 1 plus 3 ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Andromeda ist so ein... Wo wollen Sie denn hin? Man kann spielen, aber... Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective.
Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Wer ist der Pippi Four? Pinten Four. Ich schieß maybe aber auch auf Nicht-Kriminelle, wenn sie mir auf den Keks gehen. Hi, how's it going? Ja, gut, eigentlich schieße ich nicht auf Unschuldige. Nur auf die, die es verdient haben. Ich habe nichts gemacht. Was? Zane? Oh, Zane, Post für euch. Guckt mal. Ich mag Zane. Also im Endeffekt ist es halt so, dass ihr bei Mass Effect 1 bis 3 Charakterentwicklungen habt und auch Crewmitglieder, für die man halt wirklich einfach Freundschaft und alles empfindet. Und man lernt die einfach lieben irgendwie auch. Oder man lernt sie zu schätzen, auch wenn manche so charakterliche Eigenschaften haben, wo man manchmal denkt, so what the heck. Aber es ist halt trotzdem immer noch in dem Rahmen, dass man sagt, ja, man interessiert sich einfach für die Charaktere. In Andromeda ist das irgendwie schwierig. Also in Andromeda hatte ich jetzt niemanden, wo ich mir gedacht habe, wenn der jetzt wirklich sterben würde, wäre ich mega traurig. Und das ist eigentlich schade, weil das sollte nicht so sein, ne? Aber jetzt weiter im Text. Was wollen Sie? Ich will dich schlagen. Ich habe schon Söldner an den Hacken, die mich umbringen wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob das nicht schon genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. Kannst du ein bisschen schneller reden und atmen? Alle Einheimischen haben Angst vor ihr. Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Ich musste gerade einen Schluck Kaffee trinken. Warum sind denn alle so nervös? Hat Samara schon etwas Handfestes unternommen? Die Asari sagen, dass die Justikare im Kampf absolut tödlich sind. Ja, ich auch. Und wenn sie nur den Hauch einer Bestechung riechen, fangen sie schon an zu ballern. Oh. Und Bestechungsfälle sind hier wirklich nicht schwer zu finden. Aha, wo ist die Justikarin? Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detective hat den Tatort abgeriegelt. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie mit ihr reden. Warum glauben Sie, dass es Söldner waren? Doug Nikur ging letzte Nacht durch eine dunkle Gasse, als ihn jemand mit einer Schrotflinte erledigt hat. Ich habe seine Leiche heute Morgen gesehen. Sie haben spezielle Patronen benutzt. Und das bedeutet, es waren Eclipse-Söldner. Eclipse-Söldner, was? Sie wissen doch etwas über diese Eclipse. Ich mache hin und wieder Geschäfte mit ihnen. Hey, deine Bodyguards müssen mir aber nur nicht in so Begleitung meiner Wachen und an gut erleuchteten Orten. Und erst wenn geklärt ist, dass sie flüssig sind. Aha. Ein hinterlistiger Haufen, sogar für Söldnerverhältnisse. Sie verkaufen roten Sand und alles mögliche illegale Zeug. Und sie sind allesamt kaltblütige Killer. Mit. Warum glauben Sie, dass es Söldner waren? Ah, fuck, das habe ich schon. Nein! Ich habe seine Leiche heute Morgen gesehen. Warum sollten die Söldner ihn umlegen? Und wie kommen Sie darauf, dass Sie auch auf der Liste stehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind harmlose Kaufleute. Ja, genau. Aber sie haben ihn getötet. Das heißt, dass sie auch hinter mir her sind. Ich muss meine Verbindungen spielen lassen und von hier verschwinden. Was, mit dem Staubsaugervertreter? Ich meine, was? Wer? Wo? Der Tod ihres Partners scheint sie nicht allzu sehr getroffen zu haben. Doug Nikur kannte die Risiken, als er sich der Raumfahrt widmete. Im Moment mache ich mir nur um mich selbst Sorgen. Wow. Es ist im Moment ungesund, ein Volus auf dem Raumhafen Nos Astra zu sein. Vor allem, wenn man Pitney Four heißt. Dann nenn dich doch immer Dummibub. Ich muss jetzt gehen. Aber echt. Du hast übrigens Zwillings, Bodyguards. Just saying. Falls es deine Bodyguards sind.
Die stehen da einfach random rum und glotzen sich die Gegend an? Das ist auch interessant. Die flirten hier. Oh ja, ich finde deine lila Haare so toll. Oh. Schmusi, schmusi. Die steht da gelangweilt in der Ecke. Wer bist du? Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Eclipse-Schwestern? Gibt's auch Eclipse-Brüder? Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich wie jede Asari. Aha. Really? Ich wollte keine Justikarin werden, wenn es dich beruhigt. Aber ich habe mir ein Medikit mitgenommen. Gibt es irgendwas, was ich hacken kann nebenbei? Ihr seid alle dezent. Lang. Detective, ich hübsche muss mit Ihnen reden. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Was kann ich für Sie tun? Okay, definieren Sie Ihren Bezirk. Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich will niemanden mit irgendwelchen Dingen beballern. Ich möchte einfach nur mit ihr reden. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Das können wir bieten. Oh, aber so wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie haben sie an einen abgesperrten Tatort gelassen? Ich bin Polizistin. Ein Justikar hat meine volle Kooperation. Außerdem ist sie schon länger am Tatort, als es uns beide gibt. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Hä? Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren. Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Ihre Vorgesetzten schicken Sie ohne guten Grund in den sicheren Tod. Sie haben ein Recht, solche Befehle nicht zu befolgen. Wir können selbstmörderische Befehle verweigern? Warum hat mir das keiner gesagt? Also ungefähr zweimal täglich. Ich liebe Garrus. Haltet die Klappe, ihr beide. Ich habe gute Gründe. Meistens bin ich aber nicht so dämlich, was man von Anayas Vorgesetzten nicht behaupten kann. Ich bin Polizistin und kenne meine Pflichten. Mir wurde befohlen, sie zu verhaften und das werde ich auch tun. Außer ich bringe sie dazu, vorher meinen Bezirk zu verlassen. Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man sie durchlässt. Vorsicht! Die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum. Ja, nerv mich. Ich muss gehen. Tschüss. Ich werde das schon herausfinden. Viel Glück. Ja, ja. Wir sollten Samara finden, bevor dieser Detective sich auf die Suche nach ihr macht. Gute Einwand. Und was sollte das heißen, Garrus, bitte? Ja, ich mache nie Selbstmordkommando-Gedöns, blub. Das ist so geil, die beiden, ey. Was, wir dürfen uns auch widersetzen? Oh, deswegen liebe ich die Charaktere einfach so von Mass Effect. Das fehlt einfach in Andromeda. Es tut mir leid, ich muss es einfach wieder sagen. Das ist halt wirklich so. Eine Schlüsselkarte. Ich gehe jetzt durch die Polizeiabsperrung. Naya hat angeordnet, dass wir sie durchlassen sollen. Passen Sie auf. Da hinten sind Söldner. Wir warten auf Verstärkung. Ach so, die Söldner, die erschieße ich, kein Problem. Ich sehe ja keinen. Ich habe eine Geth-Waffe.
Hä, wo soll denn hier ein Söldner sein? Loot. So, ob wir die Söldner hier treffen oder nicht, sehen wir dann im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, ciao, ciao.